Diese Tage wird die Marktgemeinde Haus im Ennstal in ein ganz besonderes Licht gerückt. Und der Ortskern mit seinen historischen Gebäuden lädt mit außergewöhnlichen Lichtinstallationen zum gemeinsamen Erkunden und Verweilen ein. Sie kennen sie auf einen schönen, adventlichen, weihnachtlichen, stimmungsvollen Spaziergang freuen. Und der führt durch die schönsten Ecken vom Haus, würde ich sagen. Also wir sind da jetzt gerade im Vorhof herinnen, im Vorgarten. Es geht auch rund um die Kirchen und es sind wirklich so die historischen Gebäude vor allem auch mit eingebunden in den Spaziergang. Unter dem Motto Traumwelten haben die Besucher die Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen, den Alltag vielleicht auch mal ein bisschen zu vergessen und für ein paar Stunden in eine andere Welt einzutauchen. Dies ist auch der Beweggrund für die Initiatorin. Ich bin ja lange in Berlin gewesen und bin eben kurz bevor ich da jetzt den Lichterpfad mir ausgedacht habe, zurückgekommen da in die Heimat und wollte gerne ein Lichtfestival machen. Und da war ich noch gar nicht so zuerst auf die Adventzeit, aber natürlich bietet sich das am stärksten an. Es ist die dunkelste Zeit, wir können auch irgendwie dann schon um 4:30 anfangen und im Sommer ist natürlich ungleich später und auch fast unmöglich, das dann eigentlich insofern umzusetzen. Die entstandenen Kunstwerke sind deutlich sichtbar. Die aufwendigen Vorbereitungsarbeiten dafür sind nur zu erahnen. Wir haben da um die 500 Laufmeter Kabeln verlegt. Verteiler werden es ungefähr 45 gewesen sein. Und wir haben noch ein paar Steckdosen, darum haben wir so viele Laufmeter gebraucht. Und ich bin aber froh, wenn es brennt, was brennen soll. Beim Bauchheuer, da haben wir da ein paar verschiedene Objekte probiert. Und dann werden wir halt über den Tag das alles machen, dann schauen wir uns auf die Nacht, ob es so ist, wie es haben will. Und da kann schon sein, dass wir nächsten Tag wieder was anderes machen draus. Zusätzlich zu den Lichtinstallationen sorgen musikalische Klänge und Gesangseinlagen für stimmungsvolle Erlebnisse. Und die Begeisterung der Besucher spricht für sich. Ich bin richtig begeistert wieder, wenn man da durch den Markt durchspazieren kann, durch unseren historischen Markt. Kern, auf dem wir stolz sind, auf unsere Kirchen, auf dem Pfarrhof. Und der Arena, wo wir stehen im Vorgarten, ist ja einfach sowieso ganz was Besonderes. Das ist ein Platzl, wenn man es suchen muss und wenn man es nur schätzen können als Einheimische. Gar nicht genug. Ich war voriges Jahr schon da und voriges Jahr war die Kugel draußen. Das hat wunderbar gepasst und da herinnen ist es jetzt wieder ein neuer Eindruck. Also großartig die Idee in der Kirche, die Installation und dazu der wunderschöne Gesang. Ein Traum. Kann ich jedem nur empfehlen zu kommen und sich das anzuschauen und diese Eindrücke auf sich wirken zu lassen. Der Lichterpfad scheint seine Wirkung zu erfüllen. Und so ist es nur erfreulich, dass in der Ideenwerkstatt schon an zukünftige Projekte gedacht wird. Das Konzept ist eigentlich in dem Zusammenhang am Anfang sehr dicht und groß eigentlich gewesen und da werden wir auch weiterarbeiten. Also den Lichterpfad sozusagen so ein bisschen als Leuchtturm oder was über den Dörfer-Advent in Zukunft zu stellen oder was, den wir da eigentlich vielleicht ein bisschen in nächster Zeit entwickeln werden in Zusammenarbeit mit heimischem Kunsthandwerk und mit den Vereinen. Das ist unser großes Ziel eigentlich, dass man da auch innerhalb dieser Bewegung, die es da eigentlich gibt in der Adventzeit. Die Sehnsucht ist ja groß, man sucht solche Dinge. Da wollen wir ein ganz besonderes Angebot in Zukunft eigentlich bieten. Der Advent, die Weihnachtszeit und das beginnende neue Jahr. Es ist eine kraftvolle Zeit. Eine Zeit, die gelebt und gefeiert werden soll. Und dies am besten gemeinsam entlang des Lichterpfades in Haus, der an den Wochenenden bis einschließlich 2. Jänner noch bestaunt werden kann.